Hallo, man sagt ja den Chinesen nach, dass sie bei der Verarbeitung nicht gerade die beste Qualität abliefern. Und ich werde mich jetzt dran machen, dass ich heute die Sky Team, den Honda DAX Nachbau, ein bisschen konserviere gegen Rost und Korrosion. Da habe ich mir so ein durchsichtiges Korrosionsschutzwachs besorgt, einen halben Liter für 10 Euro. Transluzent, also durchsichtig, schützt, pflegt die Karosserie und Metallteile, sehr gute Haftung. Und da werde ich jetzt die neuralgischen Stellen von dem SkyTeam mal einsprühen. Das beinhaltet auch den Tank, dann hier diese ganzen Blechteile, die angeschraubt sind und die Schrauben. Ich habe hier schon die Augen, die Chromaugen von dem Stoßdämpfer gemacht. Auch die Innenkotflügel, die sind aus Blech, werde ich rauswachsen. Ebenso die Ständerteile und die Schaltwippe, so bestimmte Sachen, die Unterseiten von den Pedalen, wo vielleicht der Chrom nicht so gut ist. Das alles werde ich mit diesem Sprühwachs einsprühen oder diese Hohlräume hier. Auch wenn der Tank mal rauskommt, wenn ich die Schläuche wechsle, werde ich den Rahmen innen spritzen, so gut ich hinkomme. Das alles will ich mit dem durchsichtigen Wachs machen. Das lässt sich auch leicht wieder entfernen mit einem Lappen und Waschbenzin. Das ist schon ein bisschen in der Sonne gestanden vorher. So sieht es nachher aus. Wenn es trocken ist, wird es ganz transparent. Kann ja nicht schaden. Sieht man nicht, und wo das drauf ist, gibt es keinen Rost. Genauso unten die ganzen Kotflügel und die Rahmenteile. Jetzt probiere ich mir noch, dass ich eine Hohlraumsonde baue, dass ich noch in die Rahmenteile reinkomme, aber das ist ein bisschen weich. Sprühkopf mal runter. Mag noch nicht ganz, muss ich mal anders aufweiten. Ja, jetzt passt's. Seht das? Jetzt komme ich in die Hohlräume auch noch rein.
einwandfrei.